Ich kann das einfach nicht verstehen, Jan. Die Vogelscheuche scheint die Vögel fernzuhalten. Aber jeden Morgen, wenn ich hier vorbeikomme, ist die Saat weggefressen. Vielleicht sind's gar nicht die Vögel. Aber natürlich sind es die Vögel. Die warten immer, bis ich nicht hingucke. Heute Nacht war ich mit einer Taschenlampe hier, hab aber keinen entdeckt. Heute Nacht? Aber Vögel sind... Jan? Bist du da? Hört sich nach Max und Emma an. Hallo, was macht ihr beiden denn hier? Wir wollen uns in Plätscherbach die Weihnachtsbeleuchtung ansehen. Jetzt schon? Es ist ja gerade erst der Herbst vorbei. Und rate mal, wer die Beleuchtung anmacht. Warte, lass mich nachdenken. Boombox Hammer! Ist das ein Mensch? Klingt mehr wie ein Werkzeugkasten. Oh Jan, er ist der Beste! Hörst du dir denn nie die Hitparade an? Wir dachten, vielleicht hast du Lust mitzukommen. Tja, ich bin sicher dieser Bim Bam... Boombox Hammer! Also sicher ist dieser Bumm oder wie er heißt toll, aber ich habe eine Menge zu tun. Nett, dass ihr gefragt habt. Okay, wir versuchen ein Autogramm für dich zu kriegen. Mach's gut. Bald. Ich glaube, ich werde alt. Ich kenne nicht einen einzigen Popstar mehr von heute. Wissen Sie, Jan, ich glaube, ich habe gerade einen wunderbaren Einfall. Damit muss ich Sie allein lassen, Herr Junker. Ich muss den kleinen roten Traktor aus der Werkstatt holen. Soll ich Sie hinfahren? Nein, danke. Ein kleiner Spaziergang wird mir gut tun. Also gut, ihr verflixten, saatfressenden Vögel. Max und Emma haben mich auf eine Idee gebracht. Hallo? Ist ja ziemlich ruhig hier. Hey, was macht dieses Teleskop denn hier? Jan, wie geht's dir? Gut. Was willst du mit dem Teleskop? Hast du es nicht gesehen? Was gesehen? Das UFO! Ein Raumschiff? Ja! Ich hab heute Nacht blinkende Lichter am Himmel gesehen. Hell wie der Tag. Ich glaub, du wirst langsam wunderlich. Komisch, das hat Nicola auch gesagt. Wie kommst du darauf, dass ein Raumschiff Kurs auf Walters Werkstatt nimmt? Vielleicht wollten sie einfach nur tanken. Euch vergeht schon das Lachen, wenn in der Zeitung steht, der erste Mensch, der ein echtes UFO fotografiert hat. Der kleine rote Traktor ist fertig und läuft besser als je zuvor. Danke, Nicola. Er steht da hinten. Sehr lustig, Nicola. Entschuldige, Paps. Glaubst du wirklich, dein Raumschiff kommt heute Nacht wieder? Wenn es so ist, werde ich ein tolles Foto von ihm machen. Danke, Nicola. Ruf mich an, wenn du was entdeckst, Walter. Klar, mach ich. Komm jetzt, es gibt eine Menge zu tun. Hallo ihr, ihr wolltet euch doch die Weihnachtsbeleuchtung in Plätscherbach ansehen. Das ist leider abgesagt worden. Schade. Boombox Hammer hat starke Halsschmerzen. Darum kann er nicht dabei sein. Dann hat der Bürgermeister versucht, die Beleuchtung anzumachen. Aber das hat nicht geklappt. Oh, darum seht ihr so traurig aus. Mal sehen, ob es mir gelingt, euch ein bisschen aufzumuntern. Aber du bist doch kein Popstar, Jan. Und du hast doch keine Lichter oder sowas. Stimmt, aber vielleicht habe ich dafür eine Überraschung für euch. Oh Mann, die Glühbirnen müssen durchgebrannt sein. Ich werde hier nie irgendwas finden, wenn ich kein Licht habe. Ah, warte mal. Na, so geht es doch. Heute kommen mir aber wirklich tolle Ideen. Gut, und jetzt müssen wir nur noch die Lichterketten finden. Ah, da sind sie schon. Oh, ist nur noch eine vorhanden. Wo sind denn die anderen geblieben? Es wird immer dunkler. Also gut, wie... Ja, Moment! In der Werkstatt haben Sie sicher noch welche. Komm, kleiner roter Traktor, wir müssen uns beeilen. Walter schließt nämlich bald. Puh, jetzt hab ich alles. Du willst hier doch wohl nicht etwa die ganze Nacht in der Kälte sitzen, Papa. Ich hab was zu trinken, Nicola, und ein paar Brote. Mehr brauche ich nicht. Man sieht doch nicht jeden Tag ein UFO. Richtig. Die meisten Menschen sehen sie im ganzen Leben nicht. Hallo, so schnell wieder da? Ich hoffe, dass ihr ein paar Weihnachtslichterketten für mich habt. Ich möchte nämlich Max und Emma überraschen. Ah, du wirst es nicht glauben, Jan. Wir haben heute Nachmittag die letzten verkauft. Oh Mann, ich hätte sie noch heute Abend gebraucht. Herr Junker hat sie gekauft. 5 Kartons, alle, die wir hatten. 5 Kartons Lichterketten? Was will er denn damit? Das weiß ich. Er wirkte übrigens sehr aufgeregt. Da ist es wieder. Was denn? Das UFO. Ihr wolltet mir ja nicht glauben, habt mich wunderlich genannt. Da, seht es euch selbst an. Merkwürdig. Es ist ein UFO. Wahnsinn. Ich wusste es.
Ich habe so etwas noch nie gesehen. Es scheint irgendwie aus der Richtung des Gutshofs zu kommen. Wow, du hast recht. Die Sache werde ich mir mal ansehen. Komm, kleiner roter Traktor, schauen wir uns mal an, was da vor sich geht. Ach komm, kleiner roter Traktor, du bist doch kein Angsthase. Bis später. Wo ist meine Kamera? Wo? Schnell! Ich muss ein Foto machen. Ist ja komisch, das ist mir gestern Nacht auch passiert. Das müsste jetzt wohl funktionieren. Wo sind Sie, Herr Junker? Ich bin hier, Jan, am Tor. Es mag Ihnen als eine seltsame Frage erscheinen, aber was machen Sie da? Ich habe Ihnen doch von der Vogelplage erzählt. Die habe ich jetzt mit einem Zaubertrick in den Griff bekommen. Jetzt bin ich aber richtig gespannt. Nun, die Vogelscheuche tut ihre Dienste während des Tages. Aber nachts hilft sie nicht. Und da fiel mir ein, wie die Kinder sich über die Weihnachtsbeleuchtung unterhalten haben und dachte, dass sie die Vögel mit Lichterketten nachts von der Saat fernhalten könnten. Ganz genau. Und wie Sie selbst sehen, kein Vogel. Herr Junker? Ja? Vögel sind nachts sowieso nicht da. Sie schlafen. Schlafen? Sie schlafen. Sicher schlafen sie, aber... Aber doch nicht die Eulen, Jan. Die sind nachts wach und fressen meine Saat. Mäuse. Eulen fressen nicht die Saat. Sie fressen Mäuse. Also, habe ich mein Feld völlig sinnlos beleuchtet. Tja, ich fürchte ja. Aber es sieht ganz wunderbar aus. Walter steht vor der Werkstatt und ist überzeugt davon, dass ihre Lichterketten ein UFO sind. Was bin ich für ein Narr? Ich habe 5 Kartons Lichterketten gekauft. Ist halb so schlimm. Ich kaufe sie Ihnen ab. Ich kann sie nämlich gut gebrauchen. Das ist ein Wort, Jan. Wenn Sie bitte niemand davon erzählen würden, von den Vögeln und dass sie nachts schlafen und solche Sachen. Dafür wird's schon zu spät sein, Herr Junker. Sie haben die ganze Nachbarschaft beleuchtet. Ach. Ich glaube es nicht. Ich glaube es einfach nicht. Ich habe es ja selbst kaum glauben können. Ich habe noch nie ein ganzes Feld beleuchtet mit Weihnachtslichterketten gesehen. Das werde ich nie vergessen. Ich auch nicht. Ich habe 36 Fotos davon gemacht. Dabei ist Herr Junker sonst so ein helles Köpfchen. Ja, bei so viel Licht ist jeder ein helles Köpfchen. Wir sollten darüber nicht lachen. Herrn Junker war es richtig peinlich, als ich ihm erklärt habe, dass Vögel nachts schlafen. Und ich kann auch endlich wieder schlafen. Ich habe Emma und Max gesagt, sie sollen vorbeikommen zu einer Lichteinschaltzeremonie. Und dann essen wir selbst geröstete Kastanien am Lagerfeuer. So, alles fertig. Gut, danke für deine Hilfe, Walter. Jetzt ist alles bereit. Hallo, Jan. Wow, sieh dir all die Lichter an. Toll, wart ihr aber fleißig. Es ist alles bereit für die Lichtzeremonie. Ja, schaltet es an. Also natürlich werden wir diese Aufgabe unseren Ehrengästen überlassen. Max und Emma. Und jetzt alle zusammen. 3, 2, 1, los! Wow, sieht das toll aus. Danke, Jan. Haben wir gern gemacht. Und jetzt, wer möchte geröstete Kastanien? Ich! Oh, das hätte ich fast vergessen. Ich habe noch eine Überraschung. Was für eine? Kommt her, ihr zwei. Ich habe noch eine Aufgabe für unsere Ehrengäste. Drück mal auf diesen Schalter hier. Wer braucht schon Bumboxhammer, wenn wir hier unseren eigenen Superstar haben? Stumpi? Stumpi! Hallo, Elsie. Ist Stumpi da? Ja. Ja, er muss hier irgendwo stecken. Er wollte eigentlich arbeiten, aber er ist wohl zu seinem Geheimplatz. Max und Emma wollten auch was von ihm und suchen ihn. Hallo, Stumpi. Hallo, ihr zwei. Ist ein toller Geheimplatz. Was machst du hier so alles? Oh, dies und das, wisst ihr. Naja, meistens mache ich ja nichts weiter als nachzudenken. Schlafen, meint er wohl. Hey, wollen wir uns nicht auch einen Geheimplatz suchen? Ja! Es gibt Zeiten, da brauchen wir alle ein ruhiges Plätzchen nur für uns allein. Jan, Stumpi hat einen Geheimplatz. Ach, tatsächlich? Ja! Und er macht alles Mögliche dort. Ich glaube, er macht überhaupt nichts dort, wenn du mich fragst.
Max und ich suchen für uns auch so einen Platz. Würden du und der kleine rote Traktor uns dabei helfen? Aber klar doch. Ich muss nur noch das Getreide abladen. Tja, das ist vielleicht ein Wetterchen, was? Die Leute gehen hier zu gerne bei so einem sonnigen Wetter zum Wandern. Walter, der Freund der Wanderer? Hä? Wenn sie immer auf den Wegen bleiben, ist das kein Problem. Aber wenn sie vom Weg abkommen und mein Land betreten, dann... Wehe ihnen! Warum stellen sie denn nicht ein paar Schilder auf? Betreten verboten oder so? Schilder bringen da nichts. Da ist ein Spähtrupp nötig. Ich werde sie fortjagen. Fahren wir, großer Blauer. Machen Sie es gut. Ja, das werde ich. Wie wäre es hier? Ein perfekter Platz dafür, wenn ihr mich fragt. Es ist schön sonnig hier, aber es ist, weißt du... Zu offen hier. Wir suchen mehr einen Platz, der etwas versteckter liegt. Ah, ich verstehe. Dann suchen wir woanders. Wie wäre es hier? Zu schattig. Ist es hier besser? Tut mir leid, zu matschig. Gefällt's euch hier? Viel zu sonnig. Naja, dann fällt mir nur noch ein einziger Platz in der Gegend hier ein. Kommt schon, ihr Landstreicher. Zeigt, wo ihr seid. Keine Spur von Ihnen, großer Blauer. Versuchen wir es mal auf der anderen Seite. Hier ist es toll. Wirklich? Der Platz ist perfekt. Große Klasse. Wir brauchen ein paar Decken und Kissen und solche Dinge, um es uns richtig gemütlich zu machen. Fragt doch ein bisschen herum. Ich bin sicher, die Leute überlassen euch gerne ein paar Sachen. Okay, aber wir dürfen niemandem erzählen, wofür wir die Sachen haben wollen. Meint ihr wirklich? Ja, es soll doch ein Geheimplatz sein. Wir können ein Geheimnis für uns behalten. Nicht wahr, kleiner roter Traktor? Ich suche Wanderer, Jan. Haben Sie welche gesehen? Guten Morgen, Herr Junker. Nein, hab ich nicht. Nein. Ich lieg auf der Lauer. Man kann nicht vorsichtig genug sein. Und was macht ihr zwei auf dem Anhänger da? Ach, nichts. Wir haben ein paar alte Sachen hier. Die wollen wir wegwerfen. Sehr gut. Weg mit dem Alten. Platz machen fürs Neue, sage ich immer. Bis später. Weg mit dem Alten? Nur gut, dass nicht jeder von uns dieser Meinung ist. Stimmt's, kleiner roter Traktor? So, das war's. Was wollt ihr denn damit anfangen? Das ist ein Geheimnis, Nicola. Oh, verstehe. Entschuldigt. Kein Problem. Hallo, ihr. Wofür braucht ihr dieses alte Ding? Das darfst du nicht wissen, Paps. Es ist ein Geheimnis. Ein Geheimnis? Ich kann sowas für mich behalten. Danke, dass ihr uns geholfen habt. Es ist wirklich toll hier. Dann werden wir euch mal allein lassen. Wir sind hinten auf dem Hof, wenn ihr uns braucht. Und los! Ist nirgendwo ein Wanderer zu entdecken, großer Blauer. Die müssen wissen, dass wir auf der Lauer liegen. Fahren wir. Hey, es gibt noch eine Menge zu tun. Aha! Ich sehe Landstreicher, großer Blauer. Direkt vor uns. Hab ich's mir doch gedacht. Sie sehen ein bisschen merkwürdig aus. Sagen wir lieber Jan Bescheid. Sieh mal, da fährt Herr Junker. Ob er unser Versteck wohl entdeckt hat? Ach, das glaube ich nicht. Vielleicht hat er uns entdeckt, aber unser Versteck bestimmt nicht. Au! Sie haben Landstreicher auf dem Grundstück. Landstreicher? Landstreicher. Merkwürdige Leute, die merkwürdiges Zeug tragen. Umhänge oder Schals, solche Dinge. Umhänge und Schals? Oh, ja, ich weiß schon, wen Sie meinen. Ach, wirklich? Ja, das sind ein paar Leute, die aus dem Dorf kommen. Die wollen Dachse beobachten. Die suchen da nach einem Dachsbau. Aber so wie sie sich aufführen, werden sie nie einen finden. Sie kreischen und brüllen rum. Hast du noch mehr alte Sachen, Jan? Oh, oh. Guten Tag, Herr Junker. Du weißt schon, Sachen zum Wegwerfen. Oh ja. Ich weiß auch nicht, woher das ganze alte Zeug kommt. Immer wenn man denkt, dass alles gut läuft. Was ist denn das? Was ist das für ein Müll da? Da hat jemand seinen alten Plunder bei Jan abgeladen.
Wo soll das bloß noch hinführen? Na komm, Rosti. Wir müssen Jan von der Sache erzählen. Also, ich würde mir das verbieten, dass die vielleicht auf frischer Saat rumtrampeln. Hey, Jan! Du wirst es nicht für möglich halten. Da hat jemand sein altes Zeug auf deinem besten Feld abgeladen. Das waren sicher diese Dachsbeobachter. Dachsbeobachter? Das ist ja furchtbar, Walter. Danke, dass du mir Bescheid gesagt hast. Ich muss sowieso gleich zu Stumpi rüber. Dann werde ich mir die Sache mal ansehen. Ja, ausgezeichnet. Und machen Sie diesen Leuten klar, dass sie kein Recht haben, hier in der Gegend rumzuflattern. Ja, aber sicher mache ich das. Bis später. Es ist hier gar nicht so einfach, ein Geheimnis für sich zu behalten. Es dauert nicht lange, Elsie. Ich sag nur Jan, dass sein Mehl fertig ist. Warum ruft er ihn nicht einfach an wie jeder andere normale Mensch? Das werde ich nie begreifen. Oh, so sieht man sich wieder. Schönes Plätzchen habt ihr hier. Ja, bis eben. Ist alles in Ordnung bei euch? Oh ja, danke. Du siehst irgendwie lustig aus, Stumpi. Also mal ehrlich, ich dachte bisher, das hier wäre ein Geheimplatz. Wohl mehr ein offenes Geheimnis. Oh, wisst ihr, was ihr tun solltet? Was denn? Macht nicht länger ein Geheimnis daraus. Macht eine richtige Eröffnungsfeier. Danach wird euch bestimmt jeder in Ruhe lassen. Meinst du? Bei mir hat's geklappt. Elsie hat mich nach dieser Feier nie mehr gestört. Scheint eine gute Idee zu sein. Ich fahr rum und erzähl's überall. Und während ihr hier alles sauber und hübsch macht, holen der kleine Traktor und ich was zu trinken und Kekse. Was meint ihr? So machen wir's. Es ist gleich soweit. Ich hoffe, ihr habt da eine Tür, die ihr abschließen könnt, damit diese Dachsbeobachter draußen bleiben. Gut, dass Sie daran denken, werte Herr Junker. Oh, aber was machen wir nur, wenn Sie schon da drin sind? Oh nein! Ich werde mal nachsehen. Oh, das würden Sie nicht wagen, jetzt einfach. Ah, Hilfe, da ist da einer. Ist alles okay, Herr Junker. Ich bin's. Ja, was? Ey. Oh, ja, natürlich bist du es. Verzeihen Sie, dass ich Sie vorhin ein bisschen angeflunkert habe, aber ich musste ein Geheimnis wahren. Es gibt hier niemanden, der Dachse beobachten möchte. Das waren Max und Emma die ganze Zeit. Wir haben Sachen in unser Versteck gebracht. Hm? Oh, ja, das war mir klar. Ich habe das Spiel nur mitgespielt. War alles ein Scherz, wisst ihr? Also, fertig? Ja! Und hiermit ist unser Geheimplatz eröffnet! Hurra! Hurra! So, das war's. Der Hänger ist angekuppelt. Das Erste heute auf unserer Aufgabenliste ist, nach den Schafen zu sehen. Alles klar? Das ist ja seltsam. Ich kann die Schafe nirgendwo entdecken. Tja, weißt du, der Sache sollten wir mal nachgehen. Das machen Sie doch sonst nicht. Ich habe Sie noch nie auf dieser Seite vom Feld zusammenstehen sehen. Vielleicht hat Sie irgendetwas erschreckt. Streunt hier etwa ein Hund herum? Wollen mal sehen, ob hier irgendwo ein Loch in der Hecke ist. Was war das? Da ist doch irgendwas. Ich höre es. Warte. Ich sehe da irgendetwas. Es ist nur ein Kaninchen. Na komm, lass uns weitersuchen. Guten Morgen, Jan. Guten Morgen, Michael. Ich bin auf der Suche nach einem streunenden Hund. Ich habe keinen gesehen und ich bin schon ums ganze Feld gejoggt. Ja, ich werde mal die Augen offen halten. Aber Sie haben doch schon einen Hund. Wie war mal noch sein Name? Flecki. Flecki, genau, so heißt der Hund. Ja, aber mir geht es darum, dass irgendetwas meine Schafe erschreckt hat.
Und ich kann mir nur vorstellen, dass es ein streunender Hund war. Oh, da gibt's ein neues Tier in der Nachbarschaft. Es ist sowas wie... Ach, wirklich? Ein was? Lama. Herr Juncker hat jetzt ein Lama. Ein Lama? Ein Lama, so ein großes weißes Tier. Sieht wie ein Kamel aus. Nein, eigentlich doch nicht. Ich frag mich nur, was Herr Juncker mit einem Lama will. Was weiß ich. Also, ich muss weiter noch ein paar Kalorien wegjoggen. Wiedersehen. Komm, kleiner roter Traktor. Lass uns die Hecke noch mal genau ansehen. Mal sehen, was Jan zu der neuesten Errungenschaft auf meinem Hof sagt. Er wird sicher gelb vor Neid werden. Hallo, Lama. Ich bin's, der liebenswerte Herr Juncker. Also, was hältst du von einer tollen Schrubber-Rubbel-Bürstenmassage? Und schon geht's los, braves Lama. Ups, da ist ja ein kleines verklebtes Feldknäuel. Da muss ich wohl ein bisschen kräftiger bürsten. Augenblick, das haben wir gleich. Warum hast du denn das gemacht? Hilfe! Hallo? Ich bin hier oben, Stumpi. Was machen Sie denn da oben? Mein Lama hat mich eben angegriffen. Was sagen Sie, hat sie angegriffen? Ach, ein Lama. Dieses Tier, das vor Ihnen steht. Oh, ich verstehe. Sie haben doch nicht ernsthaft Angst vor diesem flauschigen Tierchen. Seien Sie vorsichtig, Stumpi. Es kann Sie jeden Moment angreifen. Hallo, mein kleiner Freund. Du bist ja richtig niedlich. Also das Tier kommt mir recht freundlich vor. Könnten Sie sich vielleicht langsam von diesem Lama trennen, um mich hier runterzuholen? Tja, da muss ich Jan anrufen. Ich habe hier keine Leiter, verstehen Sie? Ach, ich muss hier oben bestimmt wie der letzte Clown aussehen. Sieht aus, als wäre ein streunender Hund durch die Hecke gekrochen. Wir sollten dieses Loch lieber verschließen. Hallo? Tag, Stumpi! Herr Juncker? Er hängt in einem Baum fest? Ich hole sofort meine Leiter. Wir sind gleich bei euch. Komm, kleiner roter Traktor. Wir müssen Herrn Juncker aus dieser Lage befreien. Danke, Jan. Danke, kleiner roter Traktor. Also dieses Lama, sagen Sie, hat Sie angegriffen? Ja. Ich war gerade dabei, sein Fell zu schrubben, da hat es mich angespuckt. Soweit ich gehört habe, machen das Lamas normalerweise nicht. Noch schlimmer. Es hat mich mit einem Tritt in den Baum befördert. Dabei hat man mir erzählt, das Lama wäre zahm. Ich schlage vor, dass Sie zuerst sein Fell nass machen. Es ist nämlich weitaus leichter, das Fell zu bürsten, wenn es nass ist. Da hat er sicher recht. Ich find's auch angenehmer, mein Haar zu pflegen, wenn's nass ist. Ja, ich hab's verstanden. Also vielen Dank Ihnen allen für Ihre Hilfe. Jetzt wird sicher alles wunderbar laufen. Tja, wir müssen jetzt auch wieder los, um ein Loch in der Hecke dicht zu machen. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie wieder was brauchen. So, mein süßes kleines Lama. Wir hatten zwar einen ziemlich schlechten Anfang, aber wie wär's denn jetzt mit einer erfrischenden Dusche? Was meinst du? Ah, oh, der Wasserstrahl ist zu stark eingestellt. Entschuldige. Nicht schon wieder. Igitt. Das nicht auch noch. Oh, wir waren schon ganz dicht dran. Wir hätten fast den ganzen Weg ohne Panne geschafft. Hören Sie, Walter! Rosti, du kannst ja sprechen. Das war doch nicht Ihr Wagen, Sie Trottel! Herr Juncker? Ich bin hier oben. Oh, guten Tag. Ein schöner Tag, um auf Bäume zu klettern. Unsinn. Ich klettere nicht auf Bäume. Ich sitze hier fest. Könnten Sie mir vielleicht wieder runterhelfen? Ich habe leider keine Leiter. Ah ja, ich werde Jan anrufen. Oh, nein. Oh, sieh mal an, ein Lama. Hallo, mein Junge. Du bist aber ein hübsches kleines Kerlchen. Seien Sie vorsichtig, das Tier ist gefährlich. Sie fürchten sich doch nicht vor einem Lama. Es ist so niedlich. Sehen Sie sich dieses süße Gesicht an. Walter, würden Sie mir jetzt bitte hier runterhelfen? Klar, entschuldigen Sie, ich rufe schnell Jan an. Oh, den wirst du mögen. Die beiden haben sich schon begrüßt. Ich hoffe, dass die Schafe jetzt wieder sicher sind. Das Dumme ist nur, dass wir natürlich nicht immer hier sein können, um auf sie aufzupassen. Hallo? Hallo, Walter. Tatsächlich? Ja, ich verstehe. Wir sind schon unterwegs. Du wirst es nicht glauben, kleiner roter Traktor.
Wir müssen Herrn Junker schon wieder aus dem Patsche helfen. Na komm, los geht's. Ich wollte sein Fell nass machen, bevor ich es bürste, aber der Wasserstrahl war zu stark eingestellt. Zu stark eingestellt? Ja, der Schlauch, verstehen Sie, war auf vollen Druck eingestellt. Warum haben Sie nicht einfach einen Eimer benutzt? Kein Wunder, dass sich das Tierchen aufgeregt hat. Hören Sie an, ich glaube, Sie haben recht. Ich mache alles falsch. Was ich auch tue, regt das Lama auf. Und es scheint alle zu lieben, nur mich nicht. Möglicherweise habe ich eine Idee, die uns beiden hilft. Wie wär's, wenn ich das Lama mit zu mir nehme? Aber wofür brauchst du denn ein Lama, Jan? Irgendetwas hat meine Schafe beunruhigt. Lamas sind ganz wunderbare Wächter. Also könnte es zu mir aufs Feld und auf die Herde aufpassen. Die Frage ist nur, wie bekomme ich es zu mir rüber? Ich habe eine Pferdebox. Die können Sie benutzen. Kleiner roter Traktor, bist du bereit, das Lama zum Feld zu bringen? Oh, Jan, vielen Dank. Wenn ich noch irgendwas tun kann. Na ja, Sie könnten mich und Rossi zur Werkstatt schleppen. Oh, aber gern. Sieht aus, als hättest du einen neuen Freund gewonnen, kleiner roter Traktor. Hallo, Stumpi. Hallo, Jan. Ich wollte nur mal sehen, wie sich das Lama eingelebt hat. Es fühlt sich hier wohl. Sein neues Zuhause scheint ihm zu gefallen. Die Schafe sind ganz begeistert von ihm. Und es hat sich mit dem kleinen roten Traktor angefreundet. Willkommen auf dem Gösselhof. Bekommt es auch einen Namen? Eine gute Idee. Wie wär's mit Zottel? Oh, der Name gefällt ihm. Willkommen, Zottel. Ich wollte nur vorbeikommen, um zu schauen, wie es dem Kerlchen so geht. Wie Sie sehen können, geht es ihm bestens. Kommen Sie doch her und begrüßen Sie ihn. Hallo, Lama. Sein Name ist Zottel. Hallo, Zottel. Ach, kommen Sie. Er wird Sie schon nicht beißen. Er hasst mich! Bitte nicht treten! Jetzt ist ja alles in Ordnung. Tja, aber wo ist Herr Junker hin? Tja, ich weiß auch nicht. Könnte mir vielleicht irgendjemand hier runterhelfen? Oh je, sieht aus, als würden wir schon wieder die Leiter brauchen.